Und damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Bayern Karriere und das zu einer utopischen Zeit, in der oder zu der ich noch nie aufgenommen habe. Wir haben es einfach 6 Uhr morgens, Mann. Aber das ist alles gar kein Problem. Wir rufen trotzdem unsere Leistung ab. Darwin Núñez wird aber erstmal kein Teil mehr davon sein. Ne? Er hat diese Mittelfußfraktur sich letztes Spiel zugezogen, fällt deswegen jetzt 2 Monate aus, was natürlich ein herber Rückschlag für unsere Mannschaft ist. Aber wir können ihn erstmal ersetzen und wir können auch nochmal auf den Kalender schauen. Und da muss ich wirklich sagen, in den letzten Folgen haben wir hier ordentlich abgerissen, auch wenn es von der Leistung her nicht Bayern-typisch unbedingt war. Aber wir haben ganz viele Spiele schon mal abarbeiten können und jetzt sind es gerade mal noch 5 Partien und dann sind wir schon in der Winterpause. Wir reisen jetzt erstmal nach Augsburg zum nächsten Topspiel, denn man muss wirklich anerkennen, dass die Augsburger eine extrem geile Entwicklung hinter sich haben, beziehungsweise noch voll dabei sind. Sie spielen Champions League, sie sind super in die Saison gestartet, schon das 2., 3. Jahr in Folge und sie stehen einfach vor uns in der Tabelle. Sie sind Tabellenvierter und wir sind gerade mal auf der 5. Rafinha durchgesteckt, Wirtz, Peter Schmidt direkt mit der Aktion, Jamal Musiala. Auch wenn wir in der Tabelle hinten liegen, in dem Spiel gehen wir erstmal in Führung und das nach einem super Konter. Wir schauen auch gleich nochmal drauf, Peter Schmidt, diese arrogante Sau, wirklich, bekommt jetzt das Vertrauen, wenn Núñez verletzt ist. Und ja, wenn er es so zurückzahlt, dann kann er gerne weiterspielen. Augsburg baut nochmal den Angriff auf, Wannert. Nochmal über die linke Seite abgelegt, Neto auch nochmal und Joshua Kimmich wirft sich dazwischen. Ja, super Zuspiel. Flo Wirtz gleich im Gegenzug. Kann er hier den 2:0 Treffer erzielen? Nein, kann er nicht. Oh, was eine Annahme von Sanders. Augsburg nochmal mit der Riesenchance und Costa hält die Bayern mal wieder am Leben. Kein Abseits von Simon. Und Simon kann jetzt den Last-Minute-Treffer zum 2:0 machen. Oh, und vergibt die Chance auch noch. Wir haben jetzt aber erstmal die Partie hier hinter uns. Von Topspielcharakter hatte das wenig, aber es sind 3 Punkte, die nehmen wir sehr gerne an und gehen auch gleich in die nächste Partie. Vorher noch ganz kurz, wir springen einfach auf Rang 3 in der Tabelle. Das ist sehr geil, die Gladbacher haben gejoked. 4-2 im direkten Duell gegen die Borussia verloren. Aber die Dortmunder sind halt immer noch 4 Punkte vorne weg und jetzt kommt's knüppeldick, jetzt müsst ihr euch echt festhalten, wo ist es, wo ist es? Ja, Petri ist einfach Spieler des Monats geworden. Mann, der carried ganz Dortmund, das ist wie Jude Bellingham damals. Jetzt geht's gegen Hannover, die sind Tabellenletzter und gerade mal ein lausiger Sieg steht auf ihrem Konto mit 6 Punkten und einer Tordifferenz von minus 15. Werden sie höchstwahrscheinlich absteigen, aber da gibt's genug andere Kandidaten, die da gerade genauso schlecht dastehen. Das ist die Mannschaft von den Hannoveranern und sie konnten zumindest im letzten Spiel mal unentschieden sicher kämpfen, aber davor gab es halt auch wieder Minimum 4 Niederlagen. Das Stadion ist mal wieder voll, die Malle Leila ist hochmotiviert, weiterhin oben an der Tabellenspitze anzuknüpfen. Ich glaube, ich habe auch noch nie gegen Hannover gespielt in diesem FIFA-Teil, muss ich ehrlich dazu sagen. Aber es gibt ja für alles ein erstes Mal und ich würde behaupten, man kann auch gleich mal 4-0 oder so gewinnen. Alles ist ready für die Partie, Tabellendritter gegen Tabellenachtzehnter. Ich glaube, die Favoritenrolle ist mehr als klar, aber ich glaube, die Hannoveraner hätten auch nichts dagegen, hier mal eine kleine Überraschung mitzunehmen. Boah, was ein Fehler dort von Colombo und 1:0 durch Groß. Hannover geht hier in der Allianz Arena echt in Führung. Das gibt's doch gar nicht, hier wieder Colombo ist es, glaube ich. Was macht der denn da? Groß jetzt nochmal im Strafraum. Hannover auf dem Weg zum 2:0. Oder was willst du mir hier erzählen? Warum ist denn da so eine Lücke? Colombo macht wieder so ein schlechtes Game. Wie viel Freiraum ist dort denn bitte? Warum ist Colombo da draußen? Und warum steht da die Nummer 9 so frei vorm Tor? Einzig logische Konsequenz, nach 40 Minuten wird gewechselt in der Bayern-Verteidigung, das ist ja skandalös. Nkunku, super Zuspiel für Thiago Almada, bitteschön, noch vor der Halbzeit der Anschlusstreffer. Simon probiert's mal aus der zweiten Reihe, Leco Mio, Tor des Jahres, so, jetzt ist Schluss, so kommen wir aus der Halbzeitpause raus. Simon, der Jugendspieler, Jugendstar, ich weiß gar nicht, hat der schon mehr als 1, 2 Tore für uns gemacht?
schießt ja aus 27 Metern so ein Ding in den Winkel. Also ich glaube, da kannst du echt mal eine Standing Ovation geben für so ein Traumtor. Es ist sein allererstes Bundesliga-Tor überhaupt. Simon schon wieder aus der zweiten Reihe, das gibt es doch gar nicht. 75. Minute, was hat der Mann sich denn gespritzt in der Halbzeitpause? Wie kannst du denn aus der Halbzeit kommen und zweimal so einen Banger raushauen? Diesmal aus 24 Metern mit ein bisschen weniger Wucht, aber viel, viel, viel mehr Präzision. Es ist das Spiel seines Lebens bis dato. 3 Bundesligaspiele und 2 Tore und beide aus Minimum 24 Meter. Joshua Kimmich, weite Ecke hinter auf Konaté und das 4-2 gibt's auch noch oben drauf. Es ist viel zu hoch, muss man ehrlich gestehen. Es geht wenig bis nahezu gar nicht aus dem Spielerischen heraus, aber die Standards und die Distanzschüsse, die retten uns heute. Was für ein irres Game. Wir gewinnen 4-2, wie gesagt, aus dem Spielerischen heraus ist hier wenig gekommen, bis nahezu nichts. Aber die armen Hannoveraner, nach 2-0 Führung trotzdem noch 4-2 verloren. Und jetzt springen wir auch noch auf den Tabellenzweiten. Also wir sehen Leipzig-Gladbach im direkten Duell 2-2 gespielt. Die haben sich schon gegenseitig die Punkte weggenommen. Augsburg gewinnt, aber Leverkusen holt ein 1-1 zu Hause gegen Dortmund. Hat zum einen die Folge, dass wir eben vor Leverkusen jetzt stehen und dass wir nochmal näher an die Borussia herangerückt sind. Apropos näher ranrücken, wir haben jetzt den letzten Spieltag in der Champions League und wenn wir gegen Rako, was ja wirklich unwahrscheinlich ist, aber es ist möglich, wenn wir hier verlieren, sind wir einfach raus. Auf in das Finale der Gruppenphase und um es mal auf gut Deutsch zu sagen, wir könnten von Platz 1 bis 4 wirklich alles belegen. Mein Gott, Junge, Rodriguez geht einfach an allen vorbei, weil aber auch keiner so richtig in den Zweikampf will. Jetzt gibt's den ersten Abschluss und das 1-0 für Rako, ja bist du wahnsinnig. Das gibt's doch gar nicht, die Überraschungsmannschaft der Gruppe. Und dann auch noch die Führung jetzt gegen die Münchner am 6. Spieltag durch Rodrigo, durch die Nummer 13, der das hier eiskalt macht. Rafinha kämpft um jeden Ball, das muss jetzt aber auch so sein, Thüram. Und Peter Schmidt entscheidet sich für den Weg obenrum über Küpers. Der geht die Linie lang. Nochmal der Ball in die Mitte. Abschluss und nicht sicher gehalten, aber es reicht zum Klären. Flo Wirtz mit ordentlich Raum auf der rechten Seite. Flanke kommt. Super, Christopher Nkunku. Und Kovacevic hält das Ding hinten drin im Tor. Nach 45 Minuten sehen wir genau das Spiel, was sich hier jeder gewünscht hat. Zwei offensiv starke Mannschaften, die alles geben, alles reinwerfen. Und am Ende ist die Frage, wer schießt mehr Tore und wer hat mehr Kondition? Oh mein Gott. Und Rako kommt ehrlich schon wieder nach vorne. Abschluss Costa auch nicht sicher. Klappt es jetzt vielleicht wieder über den Standard? Ja, das ist doch mal was. De Jong macht das Tor 1-1, 20 Minuten vor Schluss. Es ist wieder ein Talent aus der eigenen Jugend, der hier die Münchner aus der Scheiße ziehen muss. Nach der Standardsituation, der nicht gerade groß gewachsene IV setzt sich hier durch im Nachgang per Abstauber. Erzielt er den Ausgleich und macht damit, ich glaube, sein allererstes Profitor überhaupt. Jetzt eine Flanke wieder von der anderen Seite auf Konaté. Das hat eben schon mal funktioniert. Rako feiert sich natürlich. Es steht immer noch nur 1-1 und die kämpfen hier um jeden Punkt. Noch einmal der letzte Ball in die Mitte. Musiala haut ihn drüber. Und ich denke mal, das war's jetzt. Oh, Rako nochmal mit dem Fehler. De Jong nochmal. Und Flo Wirtz, was für ein Finale hier in dieser Partie. Wirtz nochmal zurück. Rafinha geblockt das Ding. Nachschuss nochmal. Und es gibt die Ecke in der 96. Ich kann das alles nicht mehr. Das ist so ein Finalgame hier. Nochmal Kimmich, nochmal der Ball in die Mitte. Und jetzt ist aber Schluss. Da kommt keine Gefahr mehr. Und die Bayern sind definitiv nicht Gruppensieger. Und wenn Lissabon im Parallelspiel gegen Milan gewonnen hat, sind sie, meine ich, sogar nur Dritter. Oh mein Gott, ich danke Milan. Ich danke Milan. Wir sind Zweiter geblieben. Milan gewinnt Gott sei Dank 3-1. Wir wären echt raus gewesen, hätten die jetzt gegen Lissabon verloren.
Und Racco, so leid es mir tut, ist wirklich ausgeschieden. Das haben sie überhaupt nicht verdient. Ich meine, guck dir das mal an. Die haben aus 6 Games in dieser Gruppe nur 2 Games verloren. Und trotzdem hat es nicht fürs Weiterkommen gereicht. Wir überfliegen mal kurz die anderen Gruppen. Ich sehe schon, die Dortmunder sind gerade so weitergekommen. Gibt es irgendwelche Überraschungen? Der Weg von Augsburg und auch von Wolfsburg wird in der Europa League fortgesetzt. Dynamo Kiew ist weiter. Liverpool scheidet mit 10 Punkten aus, weil sie gerade am letzten Spieltag gegen Villarreal verloren haben. Und für uns geht's gegen Manchester United weiter. Ein meiner Meinung nach sehr machbarer Gegner, der aber immer mal wieder für Überraschungen gut ist. Mit wem waren die nochmal in einer Gruppe? Mit Dortmund, Monaco und Bukarest. Das ist jetzt nicht die Hammergruppe. Deswegen sage ich mal, ist gerade schwer einzuschätzen. Natürlich gibt es auch nochmal die anderen Partien im Überblick. Das sind ein paar Duelle. Ich glaube nicht, dass ich die schon mal so großartig gesehen habe. Atletico, Manchester, Chelsea, Milan, Villarreal, PSG. Das ist alles ein bisschen neu, oder? Stuttgart hat es in der Europa League leider nicht geschafft, weiterzukommen. Ansonsten zeige ich euch kurz die Gruppen, damit wir hier wieder einen Überblick haben. Es muss. Oh mein Gott, Ajax ist letzter geworden. Wirklich, der Club ist finished. Holy shit, da geht ja gar nichts mehr. Leverkusen souverän, wie in Real Life. 6 Siege aus 6 Games. Die Vorrunde wird auch interessant mit gerade Liverpool, mit Augsburg, mit Wolfsburg, die da alle dabei sind. Schauen wir jetzt auch mal, was gegen die Eisernen geht. Auswärts an der alten Fürsterei unterliegen wir durch einen Spättreffer von Joshua Zirkse. Oh wirklich, ey, holt mich raus aus diesem Fiebertraum. Was geschieht denn hier von Folge zu Folge, Mann? Zum Abschluss geht es nochmal gegen die Kölner. Die sind auf einem ähnlichen Tabellenplatz wie die Eisernen, aber auch Union hat es geschafft, gegen uns zu gewinnen. Deswegen heißt es gar nichts, auch nicht, dass Köln die letzten 4 Games verloren hat. Ja, wir sind gerade so inkonstant, hier kann jeder mal gegen uns ein Pünktchen oder auch 3 mitnehmen, von daher, wir müssen natürlich trotzdem optimistisch in die Partie gehen, ne? Da führt kein Weg dran vorbei, wir müssen aber auch mal wieder ein bisschen durchrotieren, also Colombo, sage ich dir ganz ehrlich, ich nehme den gar nicht mit auf die Bank, der Typ geht mir so auf den Sack. Auf in die letzte Runde vor der Winterpause, ich meine, danach kommt nichts mehr. Falls wir was verändern sollten im Winter, dann schreibt jetzt schon mal gerne ein paar Transfervorschläge unten in die Kommentare. Ich hätte auch kein Problem damit, Colombo nach einem halben Jahr schon wieder abzugeben. Rafinha flankt ja auf den kurzen Pfosten. Da kommt De Jong angestürmt. Es steht 1:0 für die Bayern. Aber das Tor hat er nicht gemacht und es ist nicht De Jong. Keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Es ist Kraft, der das Tor erzielt. Beziehungsweise, ja, das Tor nicht erzielt, sondern eben sich hier durchsetzt im Kopfballduell und dann ist es ein Eigentor, der Ball wäre wahrscheinlich auch so drin gelandet. Dazu sei aber mal angemerkt, Kraft auch ein Spieler aus der eigenen Jugend, eigentlich gelernter Sechster, wir haben ihn umtrainiert zum Innenverteidiger und das ist gerade sein erstes Profi-Game bei uns als IV. Oh, klasse gespielt, Junge. Und zurück damit. Und nochmal der Abschluss an dem Pfosten. Uiuiuiuiuiui, was machen die Bayern? Ne, von Thiago Almada. Thiago Almada mit links ans Lattenkreuz. Boah, was ist denn hier schon wieder drin in dieser Partie? Peter Schmidt bleibt jetzt an Hummel hängen. Sanders, super Zuspiel für Peter Schmidt. 2:0. Ding Dong. Let's go, endlich trifft er mal wieder. Also der hat auch eine Torflaute von gefühlt 30 Games. Vielleicht hat er zwischendurch mal eins gemacht, aber wirklich, die Leistung in dieser Saison ist nicht mit der zu vergleichen, die er letzte Saison besonders in der Champions League abgeliefert hat oder abgerufen hat. Aber den hier macht er echt schön. Flo Wirtz gerade eben reingekommen, sagt auch mal Hallo, natürlich 3:0, mit links den Bauchrutscher noch mitten auf dem Feld gemacht, aus 24 Meter mit 114 km/h, der dreht sich auch noch so geil rein, mit links mit dem schwächeren Fuß, gleich nach Einwechslung. Sehr schön, wir nehmen nochmal den 3:0 Sieg mit und verabschieden uns damit quasi aus der Folge. Wir winken nochmal vom Tabellendritten hoch zum Tabellenzweiten und Ersten. Leverkusen ist wieder an uns vorbeigezogen, weil wir ja eventuell gegen Union gejoked haben. Weiß auch nicht, was da los war. Aber die Dortmunder haben eben auch nur 2:2 gespielt. Augsburg ist auch wieder nur mit einem Unentschieden davon gekommen. Deswegen sieht die Tabellenkonstellation so aus, dass wir einen kleinen Vorsprung auf die hinter uns haben und immer weiter an die Dortmunder ranrücken. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.